Wer rennt hier? Hier geht jemand. Ist das über mir? Was ist das? Ist das ein Schleim? Hört sich so schleimig an gerade. Hört sich echt schleimig an. Ich würde gern wissen, wo der ist. So ein Schleim wäre auch mal lustig, wenn man endlich mal hätten. Muss aber irgendwo die Ecke da hinten sein. So, ich will mir irgendwie die Kohle da gerade nicht holen. Weil mir jederzeit irgendwas auf die Mütze fallen kann. Da röcheln ja selbst die Zombies hier mitten in der Nacht. Ah, mal wieder mit Zombies anspielen. Ja, klar, Creeperlein. Ich sehe dich, du tarnfarbener Unhold. Ich sehe dich, ha, genau. So. So, wieso zischst du immer noch, obwohl du tot bist? Das ist ja ein Unding. So, ich verstecke mich hier mal. Was matscht hier so rum? Ist das ein Schleim? Ich weiß das ehrlich nicht. Hätte ich noch nie so gehört, die Geräusche. Hört sich nach mehreren an. Egal, wir nehmen jetzt erstmal die Kohle hier mit. Ich bin hier total irritiert von diesem Ton. Total, wie das einer beim Kauen nicht den Mund zumacht. So ungefähr hört sich das an. Bäh. Hört sich auch richtig ekelhaft an. Jetzt Schleim hier in die Haus. In der Haus. Okay, da ist Schleimi nicht. So, aber hier geht's weiter. Das ist schön. Schön schon mal zu wissen. Aber das kann noch warten. Ich bin auf der Suche nach diesem ominösen Schleim. Ich will Schleim finden. Ich will mir was aus der Nase ziehen und das an den Pisten hängen. An einen Zylinder. Dann haben wir schleimigen Pisten. So. Oder seid ihr das? Nö, ihr seid zu putzig und dann hätte ich es auch schon mal gehört. Oh, totes Fledermausi. Hm, wo gehe ich denn jetzt lang? Ich bin so verflucht unentschieden. Irgendwie hört sich das Gematsche ziemlich über mir an. Ich nehme mal noch die Fackel zur Hand. Aber es wird lauter. Und irritierender. Umso lauter das... Hier fließt das Wasser in Mengen. So, du bist abgestellt. Es war nicht so geplant. So. Aber das war so geplant. Ich bin total irritiert von diesem Ton. Jetzt wird es wieder leise. Oder sind das die Kraken? Dann hätte ich es aber auch schon mal gehört. Ich muss echt mal checken, welche Sounds was sind. Ja, echt grausam hier. Hier irgendwas zu hören, was man noch nie gehört hat. Was sehe ich denn da hinten? Einen Zombie. Einen rüstigen Zombie. Aua! Was soll denn das? Schieß den Zombie an. Genau. Mach mir die Abschlachtung hier leichter. So. Nochmal Licht hier ins Dunkel bringen. Ich will hier töten. Der ging ja mal voll daneben. Du hast ja gar keine Qualität als Scharfschütze. Noch mehr Geräusche, die ich nicht kenne. Oh Mann.
Natürlich immer super. Ich werde echt wahnsinnig gleich mit dem Ton. Wie das das über mir ist. Aber da ist nur Wasser. Ach, Schleimi. Hey, wo ist der Batzen hin? Wo ist der Schleimbatzen hin? Das ist Schleimi im Wasser. Ist ja cool. Ich komme mal hoch zu euch. Ja, Tatsache, es ist Schleimi. Schleimi im Wasser. Hey, hörst du auf, es ist Tag. Dreckspinne. So. Geht's? Sehe ich da hinten noch einen Schleim? Oder täuscht mich hier mein Auge? Nee, das ist eine Kuh. Das ist ein Creeper. Aber da oben sind Schleime. Ist ja geil. Ich dachte immer, die sind Untertage, die Schleime. So. Schön erwischt. Die Bros. Die in Spring, Bro. Hallo Skelett, habe ich dich überrascht? Hallo Schleimi. So. Und dann hat er nicht mal einen Schleimbatzen für mich. Ein Ei am Dach oben. So, jetzt haben wir 7 Bällchen. Ist hier noch ein Schleimbatzen? Schleimbatzen. Schleimi. Oh Mann, schon wieder Rockscheiße. Genau, so muss das laufen. Ein erhabenes Gefühl. Wir haben Schleim gefunden, ist ja geil. Wir haben Schleimi gefunden. Ein Schleimi. So, blub. Wasser aus. Jetzt sind wir eh schon wieder nass nass gemacht worden, so ziemlich. Müssen wir uns wieder erstmal trocken arbeiten. Im Trockenen arbeiten. So. Wo müssen wir jetzt hin? Ich höre was. Irgendwo ging es doch weiter. Wo waren das? War das hier drüben? Ich könnte mal das Schwert wieder in Anschlag nehmen. Ein Schwert im Anschlag ist natürlich immer schöner als so eine Spitzhacke, weil mit einem Schwert kann man sich ein bisschen besser verteidigen. Da fühlt man sich gleich mal ein bisschen wohler, aber Eisen kann man beschissen abbauen mit dem Schwert. Da tut man sich ein bisschen hart. Hart, aber fair. Ist irgendwo klar, dass es dann natürlich schwerer geht. So. Bist du eine Sacke die Gas? Nö, bist du nicht. Sacke die Gas hält sich hier noch in Grenzen. So, was machen wir nü? Hö, was war denn das jetzt? Voll der Skip. Ja, geil. Hier direkt dahinter Kohle. Ich nehme natürlich dankend an. Und reißen sie an uns. Gut, die Herrschaft, Weltherrschaft wäre mir natürlich lieber, wenn ich die an mich reißen könnte. Aber Kohle tut's fürs Erste auch. Muss ja sein, also. Dann begnügen wir uns halt einfach nur mit Kohle. Ich höre hier schon wieder Lava wabern. Wo geht man denn lang? Hier wohl nicht mehr. Oder ist hier auch noch was? Nö, sieht schlecht aus. Nehmen wir halt noch Cobblestone mit, da haben wir ja so wenig von. So ein Cobblestone ist ja nie zu verachten. Gut, wir haben einen Haufen jetzt in Cleanstone umgewandelt. Also da ein bisschen können wir schon noch brauchen, aber eigentlich habe ich in Kisten verteilt noch so viel Cobblestone. Es dürfte bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag her reichen. Alter, diese Frame-Ruckler, die regen mich auf. Läuft konsequent und dann, keine Ahnung, alle 10 Minuten einmal ein totaler Frame-Zusammenbruch. So. Dann bauen wir uns mal einen Steg über diese heimtückische Lava. Und gucken mal, was so auf der anderen Seite gibt. Weil auf der anderen Seite ist das Gras immer grüner.
immer viel schöner. Darf ich raten, wenn ich dich wegmache? Nö, doch nicht. Ich dachte jetzt, das Ding fällt in die Lava. Aber nö, heute ist Minecraft mal gnädig. Und ich falle nicht in dieses Loch. Und ich bekomme auch das Zeug. Irgendwie ist hier wenig los in dieser Gegend. Heute sprengt sich auch nicht jeder Creeper in die Luft. Heute hängen sie ein bisschen am Leben. Aber nur ein bisschen. So, ich höre hier schon wieder so was Schleimiges. Wir haben Schleim gefunden, juhu. Wir können endlich was Anständiges mit Dings bauen. Mit Redstone und Pistons und schieß mich tot. Aber ich habe immer noch zu wenig Pistons für einen Geheimeingang. Da muss ich kurz überlegen, so ich brauche... wie viel von den Pistons brauche ich denn dann? Nee, es sind zu wenige. Ich bräuchte, glaube ich, noch... Boah, wie viel bräuchte ich denn? Ungefähr die doppelte Menge. Dürfte hingehen. Sicher bin ich mir gerade nicht. Oder ich verzehre mich hier gnadenlos. Ich brauche normalerweise, wenn ich eine Doppeltür mache, 6 pro Seite. Also wir brauchen noch ungefähr, wie viel brauchen wir denn noch? 6 Stück bräuchte man noch. Dann könnte man so eine Doppeltür machen, eine versteckte. Oh ja, so eine bauen wir mal. Dann haben wir ein Redstone-Tutorial auch noch abgehakt. Sowas ist auch schön. So. Weghämmern das ganze Zeug. Nehmen wir alles mit. Rigoros, hier ist ja direkt ein Fundstück, eine gute Ader für alles. Hier ist nochmal Eisen. Hier nochmal. Da oben ist gleich nochmal 2-mal Eisen. Ah, ist ja direkt eine Funkgrube. Da auch nochmal 2-mal. So, aber jetzt ist auch Schluss mit Eisen. Aber Kohle können wir auch noch mitnehmen. Nicht, dass in uns mittendrin mal die Kohle ausgeht. Wäre ja schlimm. Wisst ihr, was wir schon lange nicht mehr gesammelt haben? Holz. Nach dem Labyrinth haben wir eigentlich kaum noch Holz gesammelt. Also da waren wir gut unterwegs. Da haben wir alles so ziemlich reingesammelt. Ach, hier ist ja noch mehr Kohle. Die hätte ich jetzt beinahe vergessen. Aber Holz haben wir wirklich schon lange nicht mehr geholt. Alter, ich muss die Musik auf meinem Ohr runterdrehen. Das Lied ist gerade ziemlich laut, aber wenn ihr mich da noch versteht, dann dürftet ihr mich so ziemlich bei jedem Lied verstehen. So. So, Monkey Island. Ist ein schönes Spiel. Schon lange nicht mehr was damit gemacht. Ich habe... Einmal habe ich die Special Edition angefangen gehabt. Springt ihr in den Tod? Seid ihr so verrückt? So, jetzt haben wir 11 Stück. Einen bräuchte man noch. Schleimi. Also, hier ist eine optimale Gegend für Schleime, merke ich irgendwie gerade. So, und natürlich auch für Frameworkler. Wäre halt cool, wenn man die Dinger auch züchten könnte. Aber das ist uns leider nicht vergönnt. Ich habe schon wieder einen Frosch im Hals. Wack. Ja, erstmal wieder locker abhusten. Haben wir irgendwie hier noch einen anderen Höhlenzugang? Zugang zu einer anderen Höhle? Nee. Nur wieder in dieselbe. Die ist ja auch schon wieder erkundet. Ist ja langweilig. Ich will hier was Gescheites machen. Und dann so was. Ja, gehen wir erstmal kurz heim. Bringen wir unser Zeug in Sicherheit. Und dann machen wir das Inventar leer. Und dann können wir ja noch eine Höhle suchen. Ich habe heute irgendwie Bock, in Höhlen zu spazieren und hier durchzugehen.